So Leute, da sind wir wieder. Weiter geht es mit Bennig. Wie gesagt, es waren jetzt, wie lange war das denn? Pause? 7 Minuten? 6, 7 Minuten? Ich weiß nicht. Also jetzt hier nicht die Welt. Gut, 11 Bürger, 6 sind in der Mine. Das ist relativ geil, weil das bedeutet, dass wir noch relativ üblich haben. Wir haben 4 Bilder, das heißt, wir ziehen da 2 ab. So. Diese 2 Leute, die wir gerade abgezogen haben, das ist sehr, sehr gut. Die ziehen wir nämlich in die Glasfabrik. Also in unsere kleine Glashütte hier. Und natürlich auch in unsere Ziegelfabrik. Sehr geil. Das heißt, wir haben da schon mal 2. Folgendes. Wir brauchen Fuel. Ja. Wir brauchen Fuel. Der bringt wahrscheinlich Kohle. Also der holt sich Kohle. Meine große Frage ist... Nee. Ich wollte gerade das Gebäude, das quasi dieses Fuel erstellt, hier hinten hin machen. Aber das ist Blödsinn, weil es uns halt einfach wieder ein Gebäude wegnimmt. Für uns... Oh, stimmt, warte mal. Warte. Die brauchen Spitzhacken, um arbeiten zu können, ne? Ah, die brauchen Werkzeuge, um arbeiten zu können. Ich Idiot. Stimmt, das ist ja das Ätzende. Clothing and Tools... Stall... Marktplatz... Moment... Shit. Nicht so schnell. Wo ist das Ding? Wo ist das? Hä? Hallo? So, hier? Nee? Da. So. Wo ist es? Material? Das war der? Material? Ja. Du warst es? Du kleine süße Hütte? Alter, doch, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube, du warst das, ne? So, hinbauen. Ich brauche das Ding. Damit die nicht bis sonst wohin rennen und sich ständig Material holen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. So, also. Ihr habt Kleidung und Material hier. Ihr braucht noch was zu essen, ne? Proteinstall könnte ich bauen. Ich will jetzt nicht zu viele Stände hier bauen, weil das Arbeiter kostet. Klingt etwas hart, ist aber so. Wobei, ein Arbeiter würde sogar reichen für die Minenecke hier. Oder bräuchten die noch was Wichtigeres? Früchte, ja, die können wir nehmen. Material, Textil. Stall, den brauche ich eigentlich überhaupt nicht, glaube ich. Materialstall brauche ich. Ah, was mache ich denn? Oh, ich baue gerade das falsche Gebäude. Ich bin echt so eine Pflaume. Geh weg, nicht Materialien. Genau. Kleidung und Tools brauche ich. Werkzeuge. So. Und dann war... Also da sieht man, wie wichtig der Mod ist, ne? Schaut mal, was für einen weiten Weg die laufen müssen, um sich quasi Werkzeuge zu holen, damit die da drin arbeiten können. Super ätzend, super nervig. Und deswegen habt ihr dieses Ding hier. Da kümmert sich nämlich einer darum, dass der Markt quasi Werkzeuge hat, Kleidung hat. Das heißt, wenn den kalt ist, die brauchen Kleidung, gehen die direkt hier hin. Wenn die keine Hacke mehr haben, gehen die direkt hier hin und müssen nicht bis ganz nach hinten laufen, weil dadurch ist das Ding super ineffizient. Ne? Auch ein Problem, was halt das Spiel hat, ist halt ein Ein-Mann-Projekt. Nimmt das nicht so wild. So, und dann geben wir den Essen und weil wir, ich glaube, ja, so viel Fleisch haben wir nicht. Also Pferdefleisch kommt noch. Kuhfleisch, also quasi Rindfleisch, ist auch scheißegal, Fleisch. Rehfleisch ist aber, glaube ich, das gleiche mit Kuhfleisch. Also es zählt, glaube ich, in die gleiche Kategorie. Das werden wir dann später sehen, wenn sie platt gemacht werden, die ersten Kühe. Und was war das noch? Pferde, Rehe, Kühe. Weiß ich nicht, ob das unterschiedlich ist. Und Enten. Also 4 Fleischsorten hätten wir. Trotzdem würde ich sagen, nehmen wir erstmal hier diesen Früchtestand. Ich hoffe, dass der Früchtestand der richtige Stand ist. I don't know. Das werden wir dann sehen. Konnte ich den gerade nicht bauen? Warte, was? Ach, weißt du was? Nehmen wir den da. Nee, wir nehmen den. Wir nehmen den. Ich kann den wirklich nicht bauen. Ach, das ist wirklich die Hitbox von der Mine. Deswegen kann ich den da nicht hinbauen. Ah, okay, ich verstehe. Bis da kann ich bauen. Boah, dann passt genau einer nicht mehr rein. Dein Ernstspiel? Spiel ist das da. Okay, dann machen wir einfach die 2 Stände. Das reicht. Okay, wir machen die 2 Stände. Das reicht. Der Händler ist da. Was ist das denn für ein Händler? Ein Händler, der schon wieder Kleidung hat. Du kannst direkt gehen, mein Guter. Das ist ja wirklich der vom letzten Jahr. So, wir haben 16, 17. Nahrung sagt, dass sie etwas runtergeht. Okay. Folgendes. Ich brauche jetzt unbedingt das Teil, was Fuel macht. Das ist jetzt das Wichtigste. Die Frage ist, wo war das? Jetzt darf ich das Ding erstmal wieder suchen, ne? Wow. Da ist es.
Da ist das gute Ding. Wenn ich jetzt nicht komplett bescheppert bin, ist es das. Sag mir einfach, dass ich richtig liege und dass ich das richtige baue. Clay sieht schon mal gut aus. Eisenstone. Bla, ich lese nochmal durch. Stock das Zeug together. Burn it into fuel from the inside and out. Ja, ja, müsste das Richtige sein. Es müsste das Richtige sein. Es ist das Richtige. Es ist das Richtige. Okay. Also, wir haben 17 Arbeiter. Einer hier. Einer da. Einer da. Sind 14. Und dann aktivieren wir die Felder. Wegen Nahrung sehe ich schon. Working. Da schicken wir... Wie viele Feldarbeiter habe ich denn eigentlich immer? Ich hatte immer zwei, oder? Ah, stimmt. Ich hatte immer zwei. Aber wieso ist hier nur noch einer? Nein, zwei, nicht drei, zwei. Überall immer zwei. Warte mal, warte, irgendwas stimmt was nicht. Hier sind zwei, da sind zwei. Irgendwo habe ich ein zu viel. Zwei, zwei, zwei. Nee, doch nicht. So, vier, sechs, acht. Zehn, zwei, okay, 14. Gut. Und dann schicken wir auch noch zwei rein. Einfach, weil wir es gerade haben. Und weil ich sehe, dass unsere Nahrung mir ein bisschen Sorgen macht. Working. So. Weil wir auf 22.000 runter sind. Wieso hast du Fragezeichen? Farmer, ja. Zwei Farmer zu viel. Warte. 2, 4, 6. Was? 16. Habe ich 18 Farmer gerade aktiviert? Habe ich 18? Ich habe nur 16. Das sind 8 und hier oben sind 18. Zusammen 16. Ich habe 16 Farmer. Wieso sagen zwei... Wieso haben zwei ein Fragezeichen auf dem Kopf? Ja, du bist ein Farmer. Wieso weißt du nicht, dass du farmen sollst? Gehen wir zwei runter. Und zwei wieder hoch. Jetzt sind die Fragezeichen weg. Okay, sehr gut. Immer so die Macke dieses kleinen Spiels. Hm, Pferde, immer noch drei. Ich freue mich. Also, ich freue mich, dass es nicht weniger werden. Alter, die Chickens, ne? 71! 71! Wow! 462 Eier. Alles klar, Chickens. Wisst ihr Bescheid? Hey, Reh. Du überschreitest eine bestimmte Linie. Und hier wurden die auch wieder platt gemacht. So, da sieht man es auch. Da steht ja auch Venison. Ich weiß gar nicht, ob bei den Kühen auch Venison dran steht. Da bin ich echt gespannt. So, wir haben 15. Hier sind 10. Hier sind nur 6. Hier sind nur 6. Hier sind 10. Weil aus Sicherheitsgründen. Weißt du was? Wir haben gerade so viele Leute. 7, 8, 9, 10. 3, 4. So. Warte, einer zu viel. Nee, doch nicht. So, und dann hier. 6, 7, 8, 9, 10. Warte mal. 10, 20, 30, 40. So. 10, 20, 30, 40. Gut, das habe ich jetzt mal gerade gemacht, damit die hier mit voller Effizienz arbeiten. Und weil wir gerade wirklich sau viele Leute hatten, dann upgraden wir gerade mal, also upgraden gerade mal das Gebäude. Wir haben zwei Felder in Betrieb genommen. Das heißt, Brokkoli gibt es jetzt neu. Lecker, lecker. Hey Tobias, bist zurück. Hey ho. Und ich auch. So. Und das hätten wir also alles. Und okay, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt habe ich noch 7 Leute. Drei brauche ich ja, ne? Drei brauche ich ja, sonst ist das RIP. Und wir gucken mal, hat das Ding jetzt Kohle? Noch nicht. Ich hoffe, er schnappt sich die Kohle. Ist auch ein weiter Weg, muss man ja auch mal sagen. So, hier ist Material Stockpile. Wieso liegt denn die Kohle hier außen rum? Was machst du denn mit mir, Mine? Ah ja, guck mal. Das ist wichtig, da steht das auch. Dark Mine. Dafür brauche ich Kerzenständer. 120. Das heißt, ich muss sogar demnächst Honig fördern. Weil Honig, Bienenwachs, ich brauche Bienenwachs. Aus Bienenwachs macht wiederum ein Gebäude Kerzenbündel. Und aus Kerzenbündel macht ein anderes Gebäude wieder die Kerzenständer. Also ziemlich dämlich eigentlich. Und die sind auch, also der Aufwand, um das zu machen, lohnt sich überhaupt nicht. Also es lohnt sich überhaupt nicht. Also die Hütten... nutzen das auch quasi, um Wärme zu erzeugen, aber das hält überhaupt, also es lohnt sich nicht. Das hält einfach 2 Sekunden, dann ist es down. So, der Holzvorrat steigt extrem.
warum wir jetzt weniger Fuel haben, also Brennholz in dem Sinne, nicht das Fuel, was wir jetzt brauchen, sondern liegt einfach daran, dass die nicht gearbeitet haben, weil es auf 3000 war. Und dann kommen die Hütten und schnappen sich alles. Und bis die dann wieder loslegen und ich sag mal richtig effizient sind, dauert es dann ein bisschen. Und deswegen macht euch da nichts draus. So. Wir haben übrigens jetzt 121 Erwachsene schon. Wow. So, und ich warte gerade mit den Bürgern, weil wir haben 8, aber 3 werden gleich verschwinden und dann habe ich nur noch 5. Und 5 sind nicht mehr so viele. Oben rechts die Zahlen. Oben rechts, hier jetzt, an dem Fenster vom Markt. Delay ist ja kurz, deswegen kann ich dir, warte ich einfach auf deine Antwort. Wenn du das hier oben meinst mit 1 von 25, das bedeutet, dass auf dem, also in dem Markt, 25 Personen arbeiten können, aber momentan nur ein einziger arbeitet. Ja, und das ist halt die Zahl rechts, da ist gerade nur einer. Und in den Markt müssen auch später mehr Leute. Aber ich habe halt nur 8 Bürger. Das ist, siehst du links unten am Fenster, bei Professions, ganz oben. Ist halt die englische Version, nicht die deutsche. Und wenn ich da... Die Zahl sinkt halt auch, weil mir ja irgendwann mal Bürger sterben. Und das Spiel ist aber so schlau, wenn du Bürger hast, also Laborer, stinknormale Laborer, alias Bürger. Und sagen wir mal, es stirbt ein Farmer. Dann wird der Bürger abgezogen und wird instant zum Farmer. Das heißt, du musst dich darum nicht kümmern. Du musst nur dafür sorgen, dass du immer ein paar Bürger in Reserve hast. So. Und deswegen will ich ein bisschen aufheben. Ach, die rote Zahl oben, das ist meine Aufnahmezahl. Mit wie viel Frames ich gerade aufnehme. Bei Bandicam. Ja. Bandicam sagt, wir nehmen jetzt auf mit 88 Frames. 90, 87, 84, 85, 86, 88 und so weiter und so fort. Die Zahl kann ich auch deaktivieren, aber ich habe die immer gerne. Damit ich in meinen Aufnahmen nicht keine Mega-Lags habe oder ich zumindest erklären kann, oh, Leute, da sinkt meine Frames, I don't know warum, ich weiß es nicht. So. Ach ja, schaut mal, genau, der wollte hier gerade irgendeine scheiß Kohle aus Loks machen, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass der Fuel macht, Coke Fuel, ich glaube, das reicht auch schon und das macht er aus Kohle, genau. Und du kannst Fondant Fuel. Warte, was? Verdammt. Nein, verdammt, das ist die falsche Hütte, oder? Hör auf zu arbeiten. Shit, das ist die falsche Hütte. Ah, oh, da ist die richtige Hütte. Ich Trottel. Ah, ihr könnt mich alle reporten. Vor Dummheit. Die falsche Hütte gebaut. Nein. Okay, warte mal, ich kann das Ding upgraden, ne? Upgrade to a Brickwork. Was? Ich kann das Ding zum Brickwork upgraden, okay. Was? Okay, ich kann das in das Ding upgraden. Das ergibt für mich keinen Sinn. Oh, warte mal, kann ich das auch upgraden? Nee, dachte ich schon. Okay, wir reißen die Hütte wieder ab. Schöner Fail. Fail am Samstag. Weg damit. Falsche Gebäude. Schön Ressourcen reingesteckt, aber gut, dass wir die zurückbekommen. Morgen! Morgen, morgen! An alle Aufsteher, Spätaufsteher, Frühaufsteher. Warte mal, wir haben schon wieder ein Fragezeichen. Warum? Ach so, weil ich das Gebäude jetzt abgerissen habe, ne? Und den schon eingestellt habe. Moment, da müssen wir den hier wieder rausnehmen. Wo ist er? Da ist er. Zack, weg damit. Sehr gut. Ja, stimmt, du warst wirklich lange nicht mehr hier. Aber ich muss auch dazu sagen, ich stream erst wirklich seit circa die letzten 3 Tagen wieder aktiv um die Uhrzeit. Ja, und davor eigentlich habe ich nicht wirklich aktiv um die Uhrzeit gestreamt. Also du hast nichts verpasst, nicht wirklich viel. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Nein, 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 du hast nicht viel verpasst. Pferde, 4 Pferde! Oh mein Gott, es klappt. Wir haben 4 Pferde. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir übertreiben jetzt. Ich übertreibe jetzt richtig. Passt auf, das wird so cool. Jetzt wird super lustig. Chickens? So, wir sagen jetzt hier, dass Chickens rein sollen. Das ist einfach... Split, bam! Und schon haben wir 36 Chickens wieder nur.
Alter, wir sind echt bescheuert. Aber egal, es ist lustig. So, jetzt schicken wir hier. Warte, wir schicken hier nur zwei Leute rein. Jetzt müssen wir nämlich hier wieder auf zwei erhöhen. So. Ich will das unbedingt im Video sehen. Jetzt läuft die Hälfte der Chicken.